Olsen am Start. Servus Leute, willkommen zurück zu einer Runde Magic the Gathering. Wir zocken heute mal wieder den Multiplayer und messen uns mal wieder mit den Größen der Magic-Gemeinde. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mal wieder richtig Bock, ein bisschen Multiplayer zu zocken. Die letzte Aufnahme ist ja schon wieder ein bisschen her. Und dann gucken wir mal, was wir heute hier so reißen können. Ich habe jetzt mal wieder schnelles Spiel ausprobiert. Und es geht sofort los. Wir behalten unser grünes Deck und machen noch einfach mal bereit. Und wir spielen gegen Buch. Liest sie gerade? Ja, guter Witz, Olsen. Sehr gut. Das geht ja hier schneller als erwartet. So, wir haben auf jeden Fall 3 Mana gezogen. Wir haben Garrocks Begleiter auf der Hand. Verursacht Trampelschaden. 3-2. Wir haben den Kalonischen Keiler. Wir haben die wilde Beschwörung. Kann nicht neutralisiert werden und gibt einer Kreatur +1/+1. Und zerquetschendes Gestrüpp. Das ist doch auf jeden Fall ganz nett. Das spielen wir doch direkt mal. So, was spielt denn die nette Buch hier? Ist bestimmt ein Mädel. Sie hat auf jeden Fall einen Mädel-Avatar. Ja, ich weiß gar nicht, wieso die Verhältnisse sind bei den Magic Zockern und Fans. Die Willbeschwörung kann nicht neutralisiert werden. Die nächste Kreaturenkarte, die du in diesem Zug wirkst, kann gewirkt werden, als ob sie aufblitzen hätte. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Diese Kreatur kommt mit einer zusätzlichen +1/+1 Mark ins Spiel. Ja, das machen wir lieber erst in der dritten Runde. Machen wir jetzt erstmal weiter. Oh, denn wir müssen das ja in einer Runde spielen und dann spielen wir am besten das dann in der dritten Runde. Mit Garrocks Begleiter zusammen. Dann haben die Kreatur nämlich nochmal +1/+1. Oh, und wir haben die fette Karte gezogen. Nett. Wir haben auch die Naturgeheimnisse. Wollen wir die zuerst spielen? Verlieren wir natürlich eine Runde. Nee, wir spielen die jetzt noch nicht. Wir spielen jetzt erst bei den Kalonischen. Das Kalonische Keilerchen. Denn momentan können wir in Runde 2 und 3 jeweils Kreaturen rausbringen und das machen wir doch lieber erstmal, bevor wir hier was anderes machen. Und der Gegner spielt ein rot-grün-weißes Deck. Welches ist denn das? Und kultivieren. Das ist doch bestimmt schon wieder dieses Drachendeck, oder? Obwohl, das Drachendeck hat doch nicht grün und weiß. Ich bin mir da nicht so sicher. Oh, Knüppel haben wir auch. Hallo, Knüppel. So, und jetzt spielen wir erstmal die wilde Beschwörung. Und wir spielen danach dann Garrocks Begleiter. Und zack, bang. Der hat jetzt 4-3. Yay. So, und wir attackieren jetzt erstmal. Schön. Also wir können ihm... wir haben keinen Mana leider gerade. Sonst könnten wir ihm in der nächsten Runde sein komisches grünes Mana da zerstören. Ach, jetzt hat er natürlich noch ein zweites grünes rausgebracht. Das ist ja jetzt nicht so cool. Warten wir erstmal, was er macht. Und er hat jetzt schon 6 Mana draußen und ich 3, ey. Ach, er spielt das Remazuri-Deck. Ach so. Da ist der Stehleiner. Dafür hat er aber ziemlich viel Mana draußen für das Remazuri-Deck. Okay, und er hat jetzt 2 Remazuris gespielt. Einmal den Stehleiner und einmal den mit Eile. Interessant, interessant. So, wir haben noch ein kalonisches Keilerchen. Spielen wir den jetzt zuerst? Da er momentan nur 3-3 hat, spielen wir das, glaube ich, zuerst einmal. Ja, machen wir einfach mal. Dass wir schön Kreaturen draußen haben. Und jetzt attackieren wir hier volle Granate. Er kann uns natürlich jetzt einen Tod blocken, aber es ist besser, wenn er Remazuris verliert, anstatt dass wir unsere Kreaturen verlieren. Deswegen machen wir das doch einfach mal. Ach, bei ihm ist jetzt nur einer gestorben. Ach so. Stimmt ja. Ah, und da ist der +2/+0 Remazuri. Wie unfreundlich. Das ist ja gar nicht so nett. So, wir haben zum Glück einen Mana gezogen. Und was machen wir jetzt? Spielen wir jetzt die Naturgeheimnisse oder spielen wir Knüppel? Ich denke, wir spielen erst die Naturgeheimnisse. Obwohl, nee, wir spielen Knüppel. Knüppel kann zur Not hier ein bisschen blocken. Bei denen. Die haben ja momentan nur 4 und 3 und wir können nicht attackieren. Das ist doch schon wieder...
zum Verrücktwerden. Leider, aber ja, mal gucken. Momentan blocken wir uns beide ziemlich. Oh, und da kommt der Dornenschuss Remazuri. Remazuri-Kreaturen, die du kontrollierst, haben immer, wenn diese Kreatur angreift, fügt sie einer Kreatur und einem Spieler deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Okay. Ist auf jeden Fall cool. Ach so, er hat ein paar mehr Remazuris oder was? Und den Jagd-Remazuri spielt er auch noch. Remazuri-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Der ist natürlich geil. Wow, er hat auf jeden Fall ordentlich was draußen. Das ist sehr cool. Okay, er greift mit den beiden an. Hätte ich an seiner Stelle auch nicht gemacht. Und wir haben Jagd machen, das ist doch schon mal schön. Dann spielen wir jetzt erstmal die... wie machen wir das denn? Spielen wir jetzt erst die Naturgeheimnisse. Wir können ja momentan nicht angreifen, er kann uns ja mit seinem 6-5er alles blocken. Dann spielen wir erstmal die Naturgeheimnisse. Holen uns ein schönes Mana aus unserer Bibliothek und machen jetzt Jagd machen. Aber nur auf wen machen wir Jagd machen? Auf ihn +2/+0 oder auf den 4-3er? Ich denke, lieber auf den +2/+0er, oder? Ja, ich denke schon. Obwohl, den können wir gar nicht töten. Okay, dann regenerieren wir erstmal Knüppel. Und machen jetzt Jagd machen auf den 4-3er. Ja. Den können wir immerhin töten, deswegen das geht. So. Und weiter attackieren wollen wir leider auch nicht. Aber wir können in der nächsten Runde wieder attackieren. Mal gucken, was er noch so zu bieten hat. Ich hoffe, er hat jetzt nicht den 3-3er Remazuri. Oh, Erstschlag hat er jetzt auch noch. Nett, nett. Oh, jetzt hat er Erstschlag, ne? Ach, die kann er auf... Nee, nee, nee. Nicht mit Knüppel. Mussten wir Knüppel hier erstmal regenerieren. So. Zum Glück nichts gestorben. Und den 4-3er blocken wir natürlich noch mit die... Ach ne, der hat der Erstschlag. Das wollen wir natürlich nicht. Wir haben ja noch 7 Leben. Das sieht nicht gut aus für uns. Das hat er auf jeden Fall richtig geil gespielt. Er hatte richtig geile Karten. So, und wir haben jetzt die ewige Zeugin. Und das heißt, wir können uns Jagd machen wiederholen. Was ziemlich cool ist. Jagd machen. Wollen wir uns Jagd machen wiederholen? Oder Gauks Begleiter oder die wilde Beschwörung? Nein, wir brauchen Jagd machen. Können wir denn irgendwas von ihm töten überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt geht. Da er ja mit allen Erstschlag hat. Können wir ja mal testen, ob das geht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Natürlich auf den Erstschlag Remazuri. Ach, da kommt der Weg ins Exil. Das ist natürlich frech. Ach, können wir noch einen Mana ziehen. So, und wir sind leider jetzt diese Runde tot. Das ist doch schon wieder... Das ist doch gemein. Ich habe so schöne Karten gehabt. Naja, es ging. Bisschen wenig Mana und so am Anfang. Ach, und jetzt hat er noch den Doppelschlag Remazuri. Mann, hat er geile Karten. Das ist ja unglaublich. Er hat alles gespielt, ey. Boah. Ist auf jeden Fall krass. Ja, ja, komm. Du hast doch gewonnen. Ich will auch mal so schöne Karten haben, wenn ich mit dem Remazuri-Deck spiele. Mann, Mann, Mann. Aber das ist echt cool. Leider hab ich oft nicht so viel Glück, wenn ich mit dem spiele. So. Mal wieder richtig schön weggelattet worden. Das ist doch schon wieder ein Traum hier. Ich hoffe, ihr findet das genauso geil wie ich. So. Ja, komm. Spielen wir direkt nochmal. Und wieso sehe ich jetzt eigentlich, dass er mit dem Remazuri-Schwarm spielt? Interessant. Okay, wir haben nur 2 Mana gezogen. Wir haben aber 2-mal die Naturgeheimnisse. Wollen wir das machen? Ja, wir wollen das machen.
Mit Naturgeheimnisse geht das. So, und er fängt natürlich wieder an, was bei seinem, für sein Remasuri-Deck richtig gut ist. Dass er anfängt. So, und wir haben zweimal den grünen Zorn, was ja auch relativ cool ist. Aber wir bräuchten noch einen Mana, das wäre natürlich optimal jetzt. Okay, Remasuri-Kollege, zeig mal her, was du am Start hast. Und da kommt direkt der Jagd-Remasuri. Plus eins für alle Remasuris auf dem Spielfeld. Oder für... Ich glaube für die... Oh, nee, doch, sind glaube ich für alle oder die du kontrollierst. Ich bin mir da gar nicht so sicher. So, wir haben immerhin einen Mana gezogen. Und wir spielen jetzt erstmal Naturgeheimnisse und holen uns ein schönes Mana aus unserer Bibliothek. Und den grünen Zorn könnten wir jetzt verspielen, wollen wir aber noch nicht. Der hat ja die Fähigkeit hier, verzaubert eine Kreatur und die verzauberte Kreatur erhält plus 2, plus 0 und Trampelschaden. Da kommt der stählerne Remasuri. Hallo. Plus 0, plus 1 für alle Remasuris, die du kontrollierst. Ist das doch, oder? Für alle Remasuris, die du kontrollierst. Richtig. Es gibt ja auch Karten, die für alle Remasuris dann sozusagen sind. Aber ist das hier jetzt gerade nicht. So, und was machen wir? Wollen wir Garruks Begleiter spielen? Ich denke, wir wollen... genau, wir spielen Garruks Begleiter. Er kann ihn jetzt natürlich relativ easy blocken. Dann spielen wir jetzt zweimal den grünen Zorn. Ne, wir spielen erstmal Naturgeheimnisse. Und holen uns noch ein weiteres Mana auf unserer Hand. In der Hoffnung, dass wir dann ein bisschen mehr abgehen. So, wir können immer noch einmal den grünen Zorn spielen. Das machen wir doch einfach mal. So, schön. Jetzt hat unsere Kreatur 5-2 und er kann immerhin nicht attackieren. Das ist doch schon mal was. So, Buch. Ist auch ein... Ach, die Unzerstörbarkeit. Schön. Ist ja schon mal ein netter Nickname. Buch. Scheiß Buch. Okay. Ja, ich will dich nicht blocken. Du bist unzerstörbar. Wir wissen das doch. Oh, wir haben Überrennen. Das ist doch ganz nett. So, wir könnten jetzt Wächterspinier spielen. 4-4. Machen wir das? Ich glaube ja. Das machen wir jetzt mal. Und wir attackieren jetzt natürlich mit unserem 5-2er. Er kann den gerne blocken. Kann er ruhig gerne machen. Den wird er aber nicht, denke ich. Weil der 2-3er, der plus 1 für alle Remasuri gibt, ist schon eine richtig geile Karte. Und da wäre das nicht so klug, wenn er dann den opfern würde, nur um 5 Schaden nicht zu kassieren. Okay, er spielt Kultivieren und holt sich noch mehr Manas. Aber sein 3-4er da mit der Unzerstörbarkeit, der gefällt mir gar nicht. Und er spielt das Überleben der Stärksten. Wirf eine Kreaturenkarte aus deiner Hand ab. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte. Zeige sie offen vor und nimm sie auf deine Hand. Mische danach deine Bibliothek. Ja, ist eine ziemlich geile Karte. Das kann er ja immer machen. Kann sich dann die schönsten Remasuris aus seinem Deck holen. Nice, nice. So kann man das echt machen. Ich glaube, wir müssen unser Remasuri-Deck auch noch ein bisschen mehr freispielen. Dann geht das schon. So, ja, wir spielen jetzt auf jeden Fall den grünen Zorn auf Spini. Und spielen wir jetzt noch die ewige Zeugin. Ne, wir spielen jetzt erstmal Überrennen und greifen an und holen uns gleich Überrennen aus unserer Bibliothek wieder. Das muss schon sein. So, er muss jetzt halt auch blocken. Mit dem kann er ja sowieso blocken, der stirbt ja nicht. Und er defft ihn tot. Richtig. Ich hoffe, ich kann hier jetzt auswählen, ja. Okay, das ging. Okay, er hat noch 5 Leben. Das heißt, er, sofern er jetzt nichts irgendwie was Krasses spielt, ist er nächste Runde tot. Da wir uns das Überrennen wiederholen.
Okay, wir können das aber dann nicht direkt spielen, leider. Und er holt sich den megantischen Remazuri. Krass, und kann ihn direkt spielen. Er hat auch wieder viele Mana draußen. 5, 6 und 6, 7, das ist doch... frech. Na, attackierst du, Kollege? Okay, wir haben einen Mana gezogen. Spielen wir jetzt erst den. Ne, wir spielen lieber die ewige Zeugin. Und holen uns natürlich über Rennen zurück auf die Hand. Können wir über Rennen jetzt spielen? Das kostet 5, oder? Ja, das kostet 5. Dann spielen wir nochmal den. Den Zorn hier. Zorni. Auf Spinny. Na klar. Und nein, wir wollen jetzt nicht attackieren, leider. Aber nächste Runde attackieren wir natürlich wieder mit Überrennen. Da kommt die Spaltung und er holt sich. Er spaltet den 6-7er, ne? Alter. Er hat so einen Lack. Ah, er hat jetzt 2-9-10er und ich. Oh nee, ey. Das geht doch nicht. Und er attackiert natürlich nicht. Ah, ist das lucky für ihn. So, spielen wir trotzdem Überrennen. Müssen wir ja schon fast tun. Damit er seinen komischen Typen da los wird. Ja, das bringt's jetzt aber nicht. Haben wir Attacken nur mit dem. Den kann er jetzt natürlich mit seinem 8-9er einfach wegblocken. Was ist jetzt... Warum hat er nicht nur mit seinem 8-9er geblockt? Ich bin mir ja nicht so ganz sicher. Aber, ja, warum nicht? Und dann spielen wir natürlich noch den grünen Zorn. Zweimal auf unseren, auf unsere schöne ewige Zeugin. Die hat jetzt aber leider nur 6-1. Da kommt schon wieder das Überleben der Stärksten. Er wirft wieder was ab. Und holt sich jetzt wieder eine geile Remazuri. Ach, die Karte ist ja richtig immer. Was kosten die? Ja? Hallo? Ach, den Dornschuss Remazuri holt er sich. Ja, so kann man das Remazuri-Deck auch spielen. Ja, das ist nett. So. Und er attackiert jetzt. Und kann uns jetzt unseren schönen Typen hier natürlich töten. Ja. Wir haben schon wieder knapp verloren, aber was will man machen? Er hat ja die geilen Karten auf jeden Fall draußen. Das geht ab. Und er hat sein Deck auch ganz schön runtergeschraubt. Wieder, er hat auch nur 54 Karten in seiner Bibliothek. So, wir geben jetzt einfach auf. Aber ist schon geil. Vielleicht müssen wir in unseren Decks auch noch ein bisschen was runterschrauben. Weil zum Beispiel diese Karte, diesen Remazuri-Deck, das macht. Und wir müssen die mal freispielen. Aber ich will die nicht frei kaufen. Das ist einfach... Freikaufen ist immer so ein bisschen kacke. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich möchte lieber frei spielen. Ne, Remazuri-Deck gegen Remazuri-Deck will ich wirklich nicht spielen. Toilet ist er. Ja, da muss ich... gerade erstmal rausgehen. Ich will mal kurz mein Deck hier nochmal angucken. Gucken wir nochmal die Stärke des Jägers an. Können wir dieses Deck hier eigentlich noch ein bisschen mehr pimpen? Welche Karten bringen uns denn nicht so viel? Jagd machen ist auf jeden Fall cool. Der Kalonische Keiler ist eigentlich auch super. Gauksbegleiter ist auch cool für 2 Mana. Die Wiederbelebung. Auch geil. Naturgeheimnis ist auch gut. Beuteergreifender Schlamm ist natürlich geil. Düsterwitwe. Düsterwitwe. Vielleicht haben wir ein bisschen zu viel. Wir bräuchten noch ein paar mit. Obwohl, ich weiß auch nicht. Die ewige Zeugin ist cool. Der Lederrückenballos ist auch cool. Führung des Elefanten ist auch super. Die Eichengestalt ist richtig cool. Der Herr der wilden Jagd ist sowieso imbar. Erstgeborener Fangren. Kreatur Bestie. Immer wenn der erstgeborene Fangren angreift, lege eine +1/+1 Marke auf jede angreifende Kreatur. Im Knäuel folgt... Was? Im Knäuel folgt schlimm, oft noch Schlimmeres.
Was für ein Knäuel? Knüppel, Knüppel, ja, Knüppel, geht ab. Die Muskelkraft haben wir hier. Kreatur, Inkarnation, verursacht Trampelschaden. Solange die Muskelkraft in deinem Friedhof ist und du einen Wald kontrollierst, verursachen Kreaturen, die du kontrollierst, Trampelschaden. Aha. Ist ja cool. So, das zerquetschende Gestrüpp müssen wir auch drinnen lassen, weil es die einzige Zerstörungskarte ist, die wir haben in dem grünen Deck hier. Die Wächterspinni. Die Wächterspinni ist auch geil. Überrennen ist sowieso richtig geil. Größer machen ist geil. Die tobenden Baloth. 6 Mana ist mir eigentlich ein bisschen zu fett. Ja, lassen wir aber, glaube ich, erstmal drin. Der Urkern für 6 Mana. Die hier kosten sogar 7 Mana. Ja, aber ich meine, das ist ein grünes Deck, ne? Da spielt man halt ab und zu mal mit großen grünen Kreaturen. Wollen wir nochmal gucken, was es hier eigentlich so in diesem noch gesperrten Karten hier gibt. Ach so, RB muss ich drücken. Gibt es hier denn irgendwas richtig Geiles? Den Biorhythmus. Die Lebenspunktezahl jedes Spielers ist gleich der Anzahl der Kreaturen, die er kontrolliert. Okay, die ist natürlich geil. Aufstieg des Bändigers. Immer wenn eine Kreatur angreift, die du kontrollierst, kannst du eine Questmarke auf den Aufstieg des Bändigers legen. Solange auf dem Aufstieg des Bändigers 7 oder mehr Questmarken liegen, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, 5-5. Ach, für 3 Mana geht die aber echt voll klar. Da musst du nur 5-mal angreifen. Oder 7-mal angreifen. Na ja, gut, man muss erstmal 7-mal angreifen, ne? Der schreiende Knäuelwurm. 4-4 einschüchtern. Andere grüne Kreaturen, die du kontrollierst, haben einschüchtern. Ja, die Karten sind natürlich geil. So, die könnten wir echt gut gebrauchen. Hier, die Fauna-Schamane. Wirf eine Kreaturenkarte aus deiner Hand ab. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte. Und das ist dasselbe wie in dem Remazuri-Deck. Die Karte, die er eben gerade gehabt hat. Hier, der Puls des Knäuels. Bringe einen 3-3 grünen Bestien-Kreaturen-Spielstein. Ja, die Decks sind halt echt scheiße, wenn man diese Karten hier nicht hat, ne? Die geilen Karten, ne? Müssen wir auch noch 16 Mal gewinnen. Ja, dann verlieren wir doch mal wieder ein bisschen weiter hier. Ich denke, uns bleibt kaum was anderes übrig, als noch ein paar Decks zu kaufen. Aber das grüne Deck, das spielen wir jetzt auf jeden Fall noch frei. Da lasse ich mir hier ja jetzt nichts bei bieten.